Hi, ich bin Johnny und ich bin der Sänger. Hi, ich bin Felix und ich bin Gitarrist. Hi, ich bin Patrick und ich bin auch Gitarrist. Hier sitzt Mario, unser Schlagzeuger. Und ich bin Jonas und spiel Bass. Und zusammen sind wir Soulbound! Liebe Leser von hardharter.lw.de, ich bin hier bei lauter Schwiegermütters Lieblingen. Ach, ein Scherz. Okay, nochmal von vorne. Ich bin hier heute in Bielefeld bei der Bielefelder Band Soulbound, die ihr neues Album Millennium aufnehmen. Und das machen sie nicht auf diesem normalen Weg, sondern sie machen es mittels eines Crowdfunding-Projektes. Und aufmerksam auf Soulbound bin ich geworden, als ich bei dem Christmas Festival in Bielefeld war, im vergangenen Dezember. Und dieses Projekt dort auf der Bühne beworben wurde, wo ich gesagt habe, Mensch, ist eine tolle Sache und wir von hardharter.lw.de unterstützen sowas natürlich sehr, sehr gerne. Und ja, deswegen bin ich hier und da wollen wir mal gucken, inwieweit wir da Soulbound auch helfen können. Ihr seid derzeit hier eifrig im Studio in den Vorbereitungen für euer neues Album Millennium. Warum Millennium? Also Millennium, also alle Songs, die wir jetzt geschrieben haben, drehen sich im Grunde genommen um einen Punkt. Nämlich, wie will ich die Zeit, die mir zur Verfügung steht, gestalten? Und da spielen unterschiedlichste Aspekte eine Rolle. Da spielt es, wie gehe ich mit anderen Menschen um? Wie gehe ich mit Ressourcen um? Also, oder aber auch, wie gestalte ich die Zeit, die mir einfach zur Verfügung steht? Und da haben wir gedacht, da fällt das Wort, also Millennium und Mai, eigentlich ganz gut zusammen. Und darum haben wir da so eine Eigenwortkreation daraus geschaffen. Warum ein Crowdfunding-Projekt? Ja, uns war es wichtig, dass wir schon direkt bei der Entstehung diese Fannähe haben. Ne? Dass man, dass es nicht weggesperrt ist mit der Plattenfirma und dann kommt irgendwann das fertige Produkt, sondern bei uns ist es direkt während der Entstehungsphase ist schon der Fankontakt da und nur durch das Zutun der Fans kann dieses Projekt überhaupt realisiert werden. Und das, finde ich, ist ein sehr intimer Gedanke vom Musikmachen. Und darüber hinaus ermöglicht es uns, dass wir recht unabhängig sein können von anderen Finanziers, einfach genau die Zeit uns auch nehmen können, die wir brauchen, um dieses Produkt oder diese CD letztendlich auf den Standard zu hieven, den wir uns wünschen für unser Album. Das Genre spielt sich zwischen Alternative Metal, Modern Metal, New Metal irgendwo dazwischen ab. Also Freunde von Emil Bulls, von Slipknot, von, keine Ahnung, Soulbound. Werden sich auf jeden Fall sehr wohlfühlen. Die Zahl 4.500 Euro steht im Raum. Klingt für mich relativ wenig. Was steckt dahinter, hinter diesem Betrag? Das Projekt, das kostet natürlich einiges an Mehrgeld, sondern es ist so die Minimalsumme, die wir versuchen jetzt mithilfe unserer Fans zu erreichen, damit wir das Projekt wirklich realisieren können und was wir auch für realistisch gehalten haben, was wir erreichen können mithilfe der Fans. Es bleibt ja nicht nur bei diesen 4.500 Euro, damit ist ja nicht alles abgedeckt, aber wir stecken ja auch mit einem eigenen Teil mit drin. Wenn ich mich mit dem Gedanken auseinandersetze und sage, Mensch, ich möchte die Jungs unterstützen, ich möchte mir eine CD bestellen, ich glaube, kostet 20 Euro, was habe ich zu verlieren? Gar nichts. Also es ist sehr risikolos. Also erstmal diese ganze Aktion, die wird nur laufen, wenn wir tatsächlich das Ziel erreichen. Das heißt, wenn wir das Ziel nicht erreichen von diesen 4.500 Euro, dann kriegen die Leute einfach ihr Geld wieder. Wenn die 4.500 Euro erreicht werden, dann können wir das Produkt, also das Projekt verwirklichen. Was bekommen die Fans für ihr Geld? Ein super fettes Album. Ein Album, das einen sehr persönlichen Touch haben wird. Zwei wunderschöne Silberlinge. In einer Verpackung. Die CD kostet übrigens 15 Euro und es ist nicht nur eine CD, sondern es ist auch eine Live-DVD dabei. Also wir reden ja hier nicht davon, dass Geld gespendet wird, was man natürlich auch machen kann, wenn man will. Aber es geht tatsächlich darum, dass man in Vorleistung geht, eine CD vorbestellt, bevor sie eigentlich rauskommt. Dann können wir die CD fertigstellen und
Spätestens im Juni, Juli werdet ihr die CD bekommen. Wahrscheinlich sogar schon früher. Ihr seid am 19.12. gestartet. Wie weit seid ihr? Ja, ich habe eben nochmal geschaut und mit Erfreuen festgestellt, dass wir bei 42% sind. Und ja, wir freuen uns, den Rest auch noch zu schaffen. Wohlgemerkt, heute ist der 6.1. Was macht euch so zuversichtlich, das zu schaffen? Dass die erste Zeit jetzt so gut anlief. Mhm. Wir hoffen noch auf weitere Fans, die sagen, wir bestellen die CD vor oder erwerben andere lustige Aktionen, die wir dort anbieten. Uns gibt es jetzt erstmal sehr viel Rückenwind, dass wir schon mal so viel positives Feedback gekriegt haben, wie wir es bisher bekommen haben. Ihr habt einzelne Packages gemacht, die halt ersteigert werden können. Wunderschönen Schlagzeuger bei einem unserer Auftritte so einkleiden kann, wie es einem beliebt. Johnny und auch wieder unser wunderschöner Schlagzeuger gehen mit euch ins Fitnessstudio, mit euch zu kochen, Minigolf, bei euch aufzuräumen. Ihr seid euch auch nicht zu schade, im Wohnzimmer zu spielen, was das angeht. Ist auch einer unserer Angebote. Also wer die Jungs fürs Wohnzimmer bucht, da spendiere ich die Kiste Bier. Ja, ich bin gespannt. Ich wünsche euch viel Erfolg. Eine Portion Glück gehört auch mit dazu. Wir halten euch auf dem Laufenden. Es wird am Ende dieses Interviews nochmal ein Link erscheinen, wo ihr das Projekt Mia verfolgen könnt, wo ihr direkt auf deren Seite gelangt. Und ja, ich finde es einfach nur super spannend. Ich habe mir auch eine bestellt. Und wie gesagt, die Kiste Bier von mir, die steht. Perfekt. Vielen Dank. Ciao. So, Johnny, jetzt schieb mich raus. Ich kugel dich raus, so. This is my fire! Just a step aside, let it roll, 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 roll.